Sie wollten ja eine bedingte Haftentlassung, dann kam es auch zumindest zu der Entscheidung, er könnte in den Normalvollzug verlegt werden, weil er nicht mehr gefährlich ist. Aber das wurde jetzt wieder revidiert. Können Sie das nachvollziehen? Nein, es wurde auch nicht revidiert. Es ist so, dass die Staatsanwaltschaft hier eine Beschwerde eingebracht hat gegen die Gerichtsentscheidung, die ja bereits vorliegt, dass er aus dem Maßnahmenvollzug zu entlassen ist. Genau. Die Staatsanwaltschaft hatte keine Einwände gegen das psychiatrische Gutachten von der Frau Dr. Kastner, die seinerzeit ja auch das Einweisungsgutachten schon erstattet hat und die jetzt zum Schluss gekommen ist, dass er, ich sage es jetzt auf den Punkt gebracht, nicht mehr gefährlich ist. Das heißt, dass er nicht mehr im Maßnahmenvollzug anzuhalten ist. Mich hat diese Beschwerde der Staatsanwaltschaft insofern verwundert, als ja es vorher keine Einwände gegeben hat. Üblicherweise gibt es ja schon vorher Einwände gegen ein Gutachten, dann gibt es weitere Stellungnahmen. Hier ist aber gar nichts gekommen, eine absolute Funkstille von Seiten der Staatsanwaltschaft. Und es war auch kein Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft bei der Anhörung. Ja. Und dann kam völlig überraschend ja, diese Beschwerde. Und der ist insofern stattgegeben worden, als nunmehr die Gefährlichkeit nochmals genauer überprüft werden soll. Ich versuche es jetzt auf den Punkt zu bringen. Im psychiatrischen Gutachten heißt es, dass es einen Umbau der Persönlichkeit des Herrn Fritzl gegeben habe aufgrund der Demenzerkrankung. Die liegt ja auch vor, nur nicht in einem solchen Ausmaß. Ja, also er ist ja nicht hochgradig dement, sondern es sind leichte kognitive Beeinträchtigungen. Und jetzt vermeint die Staatsanwaltschaft, dass er deshalb sozusagen möglicherweise ja immer noch gefährlich ist. Das müsste man noch prüfen, wie dement ist der Herr Fritzl wirklich. Meines Erachtens spielt das überhaupt keine Rolle, weil die Frau Dr. Kastner ist ja, muss man auch dazu sagen, nicht einmal die erste Gutachterin. Es hat ja schon, ich glaube, das war 2019, ein Gutachten gegeben ihres Kollegen, der Dr. Wolfgang Sukup. Mhm. Und der hat auch schon gesagt, der Herr Fritzl ist leichtgradig dement, das war er damals schon, aber er ist auf keinen Fall mehr gefährlich und er ist körperlich schon sehr gebrechlich und es ist auch so, das muss man auch sagen, es hat einen Abbau des Sexualtriebes gegeben und maßgeblich bei diesen Taten war ja auch diese Übersexualisierung, es waren ja doch Sexualstraftaten und das ist jetzt völlig sozusagen verschwunden, ja? Und deshalb sagen beide Psychiater einhellig, er ist nicht mehr gefährlich. Das heißt, er ist aus dem Maßnahmenvollzug zu entlassen. Ich bin überzeugt, dass letztendlich, also es wird dann noch eine Anhörung Ende April geben, aber dass der Herr Fritzl ganz sicher aus diesem Maßnahmenvollzug zu entlassen sein wird. Also kommt dann in den Normalvollzug. Er kommt dann in den Normalvollzug. Wie unterscheidet sich das, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich muss dazu sagen, so wahnsinnige Welten liegen jetzt auch nicht dazwischen. Ja, es ist eine andere Abteilung, ja. Es ist nur so, ja, Ziel von Herrn Fritzl und letztlich damit auch mein Ziel als seine Verteidigerin ist ja, dass er eines Tages dann wirklich aus der Haft entlassen werden wird. Das ist ein realistisches Ziel, ja, weil er ja doch jetzt bald 15 Jahre verbüßt haben wird. Oder nein, er hat es schon mehr als 15 Jahre verbüßt, genau. Und ich glaube, er ist 2008 in Haft gekommen und das Ziel ist sozusagen, dass er überhaupt aus der Haft entlassen wird. Und da ist es halt wichtig, dass er aus dem Maßnahmenvollzug entlassen wird, weil solange jemand in der Maßnahme ist, ja, hat er keine Chance, entlassen zu werden. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Mhm. Kommen wir vielleicht zu seiner Persönlichkeit nochmal, weil es gab ja auch schon sehr viel Aufruhr in der Öffentlichkeit, als bekannt wurde, er könnte vielleicht hinauskommen, dann wurde er schon im Kaffeehaus gesichtet von einigen hysterischen Personen. Dennoch, Sie haben ja auch ein Buch über ihn geschrieben, das nennt sich Abgründe. Schauen wir, halten wir das vielleicht ganz kurz in die Kamera. Ja, Abgründe, also da erfährt man des Josef Fritzl, erfährt man da auch ein bisschen, wie er sich das selbst auch vor sich selbst erklären kann, dass er eine solche schreckliche Tat vollbracht hat. Was hat sich so ein Mensch damals dabei gedacht? Ich glaube, das ist das, was sich die meisten Menschen denken. Ja, also das Buch ist ein Ergebnis unzähliger Gespräche mit ihm, auch literarische, also Briefe von ihm, die er geschrieben hat oder Notizen, die er gemacht hat, die ich eingehend studiert habe. Und letztlich kann man schon sagen, dass er auf der Suche ist, sozusagen
dass er in sich gegangen ist, dass er wahnsinnig viel reflektiert hat, warum es so weit mit ihm gekommen ist. Ja, das ist ihm eine Lebensfrage. Ja. Und es ist ja auch so, dass viel scheinbar auch mit einer völlig kranken Mutterbeziehung zu tun hat. Das Erste, was er mir gesagt hat, als ich ihn das erste Mal aufgesucht habe, hat er sofort erzählt von seiner Mutter, die ihn da zu Hause immer angebunden habe. Und das hat er unaufgefordert gesagt. Also anhand der Gespräche mit ihm bin ich schon drauf gekommen, dass der Mensch schon in sich selber gräbt, ja, und auch in der Nacht oft wirklich schlechte Träume hat, immer wieder aufwacht und dass er sich selbst ein Rätsel ist und dass er mit sich selbst hadert und dass er auch wahnsinnig bereut, was er alles getan hat. Ja. Es ist ja wirklich unfassbar, weil dieser Mensch, muss man ja einerseits sagen, und das ist ja auch das Faszinierende, ist der falsche Ausdruck hier, nicht? Aber das ist das Beunruhigende an diesem Fall, dass er ja völlig bieder und erfolgreich inmitten der Gesellschaft gelebt hat. Er hat ja, das war ja kein Krimineller, ja, sondern das war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war ein hervorragender Elektrotechniker. Ja. Und andererseits dann diese dunkle Seite, dieser Keller, und das ist eben das hier Unverständliche. Mhm. Und also ich kann nur sagen, er bereut wirklich aufrichtig. Er bereut. Wurde eigentlich auch im Zuge dieses Maßnahmenvollzugs jetzt eine psychische Erkrankung oder Ähnliches festgestellt oder eine Persönlichkeitsstörung? Diese Persönlichkeitsstörung ist schon im Eingangsgutachten von der Frau Dr. Kastner, 2009 war das, glaube ich, ja, also schon vor dem Urteil hier diagnostiziert worden. Also das heißt, eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung ist sozusagen natürlich eine sexuelle Störung. Ja, das ist ja abnorm, so etwas zu tun. Und andererseits auch eine narzisstische Störung, eine sogenannte anarkastische Störung. Das ist eine Zwangsstörung. Er hat auch einen Ort Kontrollwahn. Mhm. Also es ist eine Vielzahl von psychischen Störungen, die dann in dieser schrecklichen Tat gemündet hat.